Hey, willkommen zurück zu Mass Effect 3. Ja, heute jetzt zeige ich euch das andere Ende. Wenn man das Ding einfach mal zerstört. Ich bin gespannt, was es dann so gibt. Wir können dieses Kind kurz mal erschießen. Das funktioniert auch. Was? Was? Das geht auch? Der Zyklus geht weiter. Was? Ich gerade eben 20 Minuten meiner Lebenszeit verschwendet, weil man muss diese Dialoge nochmal sich alles anhören. Das ist etwas nervig. Das geht auch? Ich wusste das gar nicht. Scheiße. Okay, dann gibt es drei Enden. Warum nicht? Das Secret-Ende. Wie krass ist das denn? Wusste ich gar nicht. Naja, sehen wir uns das mal an, ne? Wenn Sie das hier hören, besteht noch Hoffnung. Darauf, dass sie unsere Fehler nicht wiederholen. Wir bekämpften die Reaper, konnten sie aber nicht aufhalten. Wir haben alles getan und den Tiegel gebaut. Es hat nicht geklappt. Wir haben als vereinte Galaxie gekämpft. Es war nicht genug. Hoffentlich kann Ihnen die Information in dieser Kapsel helfen, bevor es zu spät ist. Mein Name ist Dr. Liara Tassoni. Dies ist der Bericht über unseren Krieg gegen die Reaper. Krass. Wusste ich wirklich nicht, dass man einfach auf das Kind schießen kann. Weil ich dachte, wenn er sowieso irgendwie nur so ein Hologramm ist. Na gut, können wir die Cutscene überspringen. Ja, die Quest möchte ich wirklich verlassen. Kommt danach auch. Ja, ich hab's auf Ja gedrückt. Bist du blöd? Dankeschön. Jetzt kommt wieder das. Dieses Mal sind leer, ne? Ist das wirklich alles geschehen? Wir werden nie erfahren, wie es genau war. Aber ja, die Archive erzählen die wahre Geschichte jener, die vor uns kamen. Sie führten einen furchtbaren Krieg, um ihn uns zu ersparen. Und deshalb haben wir Frieden? Ja, ohne das, was Sie erreicht haben, ohne die Informationen, die Sie hinterließen, wären auch wir bedroht. Was wissen wir sonst noch über Shepard? Nur das, was in den Archiven steht. Aber ich habe dir längst nicht alle Geschichten erzählt. Kannst du mir noch eine erzählen? Bitte. Es ist schon spät. Na, aber in Ordnung. Nur noch eine. Okay, nun wäre das nochmal ein alternatives Ende. Okay, dann würde ich sagen, dann werde ich euch das dritte Ende auch noch zeigen. Jetzt haben wir schon gelesen. Ja, na, das ist ja geil, weil man fängt natürlich nicht kurz vor der Entscheidung an. Man fängt natürlich dann an, wenn man vom Reaper eingesungen wird. Dabei gesagt, wir haben 18 Stunden gespielt. Nicht schlecht. Und ja. Dann muss ich das nochmal durchdingsen. Ja, bis dann. Es ist ein bisschen nervig, weil, wie gesagt, man kann die Dialoge nicht überspringen. Na gut. Ja, bitte. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, diesmal werden wir die richtige Entscheidung treffen. Mir ist gerade mal aufgefallen, beim dritten Mal anhören dieses wunderschönen Dialoges, dass man ohne Untertitel so ziemlich in den Arsch gefickt ist, weil, mir ist aufgefallen, der sagt zwar noch, ja, aber sie werden alles verlieren. Und das war's. Und im Untertitel steht, sie werden alles verlieren, einschließlich ihrer geliebten Tore. Und, naja, ich weiß ja nicht, wenn man dann halt nur sich auf das verlässt, was der sagt, dann denkt man, ja, wird halt alles verlieren. Aber einige Sachen werden dann wohl noch bleiben. Diesmal schießt man nicht auf dieses Stück Scheiße. Gott, ich wusste wirklich nicht, dass das möglich ist. Und ja, dann schlendern wir mal hier Richtung Zerstörung. Und zerstören das einfach mal. Mal sehen, was wir dann für ein Ende kriegen. Ich bin gespannt, ich hab's zwar jetzt. Jetzt können wir noch auf ihn schießen. Nein, lassen wir sein. Peng! Peng, da gesagt, unendlich Munition für die Pistole. Ja, jetzt auf einmal auch Schaden. Und der kann wieder wie Mensch gehen, hey.
kaputt. Alle Flotten, der Tigel ist scharf. Kampf abbrechen und zum Rendezvous-Punkt. Wiederhole. Kampf abbrechen und nichts wie weg hier. Jeff, wir müssen los. Warum ist Edi doch nicht mal diesmal nicht dabei? Verdammt. Verstehe ich nicht ganz. Ja. Tja, ein Schiffsbüppler. Oder besser halt alles synthetische Leben, würde ich sagen, ne? Also so theoretisch Leute mit Implantaten oder sowas, die sind dann ja eigentlich auch am Arsch. Oder auch Leute mit künstlichen Hüften oder sowas, ne? Ist ja eigentlich auch immer synthetisch. Ach so, die Tore verlieren wir so oder so. Danke für den Leck. Was leckt denn das jetzt auf einmal so? Also verlieren wir die Tore so oder so, da sind das nur Signale, die synthetischen Wesen auslöschen sollen. Verstehe ich nicht ganz. Mein Gott. Habe ich jetzt durch den Leck leider verpasst. Also ist das hier jetzt theoretisch auch Edis Ende. Netter Leck. Oh, das war interessant. Okay, die landen also immer wieder auf dem Leitplaneten. Okay. Ja, sorry, ich weiß nicht, warum es jetzt gegen Ende so leckt. Scheiße, wie ich es mir dachte. Schade.
Okay, das war das Ende. Oh, jetzt kommt noch das. Die Erzählung. Die war ja beim, als wir auf das Kind geschossen haben, nicht dabei. Warum auch immer. Eigentlich, naja. Der Krieg ist vorbei. Die Reaper sind besiegt worden. Entgegen allen Erwartungen haben wir die größte Bedrohung der Galaxie aller Zeiten überlebt. Wir hatten gewaltige Verluste. Die Portale sind schwer beschädigt. Aber wir haben gesiegt. Dieser Sieg gehört uns allen. Allen Männern, Frauen und Kindern. Allen Zivilisationen. Auf jeder Welt. Während wir nun die ersten Schritte des Wiederaufbaus einleiten, müssen wir daran denken, was uns der Sieg gekostet hat. Es war kein Sieg einer einzelnen Flotte, einer einzelnen Armee oder gar einer einzigen Spezies. Dieser Krieg hat uns gelehrt, dass wir dann am stärksten sind, wenn wir zusammenarbeiten. Und wenn wir unsere Streitereien lange genug ruhen lassen können, um etwas so Mächtiges wie die Reaper aufzuhalten, was könnten wir dann jetzt alles erreichen? Es wird dauern, aber wir können alles wieder aufbauen, was zerstört wurde. Unsere Häuser, unsere Welten, unsere Flotten und Truppen, all das und noch mehr. Zusammen können wir eine bessere Zukunft aufbauen, als sich irgendjemand vorstellen kann. Eine Zukunft bezahlt mit dem Opfer all derer, die an unserer Seite kämpften und starben. Eine Zukunft, die viele niemals sehen werden. Da wird jetzt wieder unser Name reingeklebt, schätze ich mal. Diesmal ist Edi dabei. Rechts. Na ja, ist klar, sie ist ja leider draufgegangen, ne? Obwohl noch viele Herausforderungen vor uns liegen, können wir ihnen gemeinsam begegnen. Und wir ehren jene, die starben, um uns diese Zukunft zu geben. Jetzt kommt nur wieder nur die Credits. So, jetzt gucken wir mal, was am Ende noch passiert. Das muss man irgendwie zweimal bestätigen. Diesmal ist wieder ein Mann. Ist das wirklich alles geschehen? Ja, aber einige Einzelheiten sind verloren gegangen. Das alles geschah vor sehr langer Zeit. Wann kann ich zu den Sternen? Eines Tages, mein Kleiner. Was wird dort sein? Was du dir vorstellen kannst. Unsere Galaxie hat Milliarden von Sternen. Jeder davon kann zahlreiche Welten haben. Auf jeder Welt könnte eine andere Lebensform existieren. Und jede Lebensform hat eine eigene Geschichte. Erzähl mir noch eine Geschichte über Shepard. Es ist schon spät, aber...
In Ordnung, nur noch eine. Ja gut, das waren dann alle Endings von Mass Effect 3. Ich schätze mal, es waren alle, wenn es nicht noch bei mir ein Geheimnisvolles gibt. Es gibt, glaube ich, noch eins per DLC, aber pff. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, das war es dann endgültig von Mass Effect 3. Wir sehen uns bei irgendein anderem Projekt wieder. Lasst euch überraschen. Oder auch nicht. Bis dahin. Tschüss.